Mit einem Jugendspieltag hat der EV Bad Urach den neuen Kunstrasen im Stadion Zittelstadt am Wochenende eingeweiht. Der alte Kunstrasen war nach 20 Jahren in die Jahre gekommen. Eine Erneuerung stand an, die in Bad Urach für viel Diskussionsstoff gesorgt hatte. Doch laut württembergischen Fußballverband war auf dem Platz kein ordnungsgemäßer Spielbetrieb mehr möglich. Der neue Platz kostet die Stadt 365.000 Euro, davon rund 150.000 aus Zuschüssen. Nach dem Fußballnachwuchs spielte am Nachmittag noch die VfB-Traditionsmannschaft gegen eine Alpveteranenmannschaft.